Sadele, moin moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Chili. Bei der Sunkenland-Aufnahme auch und trotzdem wieder nach 16 Minuten oder was, bup, Sound weg. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie ein Bug ist von Adobe Premiere hier oder so, ja. Keine Ahnung. Ich render die, ich höre da überall den Sound, ich render das, ich lade es hoch und bup, ist der halbe Sound weg und so, ja. Frag mich nicht, wieso. Keine Ahnung. So, gehen wir mal rein, mal eine Tür zu, es zieht. Das nehme ich. Zwei Messer. Mhm. Da eins. Hier was. Was ist das hier? Der ist maximaler Ausdauerbonus. Wäre auch nicht verkehrt. Aber wir rennen eigentlich ganz gut und schnell im Moment. So, räumen wir das alles weg. Hosenfutter, Waffen und Munition kann da rein. Werkbank, Samen. Trinken. Ups. Harz. Ja. 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 Händler. Oh, 382 Schuss. Ach, hier ist ja alles durcheinander gegangen, ne? Deswegen, so, das ist 556er. Okay. Augenschmaus wollten wir auch behalten. Weißt du was? Den benutzen wir dann für, oh, das Holz. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr wirklich. Weg, weg, weg.
Weg, weg, weg. So, Parts. Hierhin. Mods hierhin. Im Bergbau können wir das Holz reintun. Bitteschön. Das können wir auch da reintun. Hier ist noch eine Mod. So. Zack. Wie das aussieht da drauf. Ne? Voll geil. Mir gefallen die voll gut. So, Essen, Trinken, alles voll. Wir haben ja auch mächtig geblutet, ne? Da ist noch die Schaufel. Die kann hier hin, dann kann die nämlich weg. Haben wir dafür noch ein paar Mods? Zum Beispiel, den kannst du nehmen, den kannst du nehmen. Und das war's, ne? Gefühlt. Gefühlt war's das. Macht aber nichts. Kriegen wir easy peasy hin. Den Charakter brauche ich doch gar nicht. Ich brauche hier verändern. Rein, rein. Oh, entweder oder. Dann kommt halt nur der eine da rein, was soll's. Cat schreibt, Moin Ede und Freunde, bevor ich es vergesse, wegen dem Tisch für den Rücken, wenn du nicht auf eine bestimmte Farbe etc. fixiert bist, schau mal bei Kleinanzeigen rein oder frage direkt bei Behörden nach. Hat ein Kollege auch gemacht und den Tisch umsonst bekommen. Armer Ede, da ist er gefressen worden. Böse, böse Zombies. Versperrst du denn nie die Eingänge mit Klötzen? Den Bunker hasse ich auch wie die Pest. Bin da im höheren Level zweimal gestorben durch Hängenbleiben. Arg. Tolle Folge, wie immer. Danke für das schöne Let's Play. Immer gerne und nö. Also ich setze eigentlich nie Blöcke hier in die Türe. Das ist mir zu umständlich. Vor allem, wenn man die nur auf Holz aufwertet, ja, dann sind die mit drei Schlägen weg, so gefühlt. Und wenn ich die noch höher aufwerte, dann habe ich keine Lust, da wieder eine Stunde drauf rumzuhauen, bis sie weg sind und ich da reinkomme. Ja, ich nehme nochmal die mit, ich nehme mal die mit, ich nehme mal das mit. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Die 556er kann da rein, dann kann das nämlich hier rüber. So. Wir sind gut ausgerüstet, wie man sieht. Das und das kann man auch mitnehmen. Erste Hilfe. Hiervon was, so, hiervon was, so. Die behalte ich mal, davon nehme ich ein paar mit, davon nehme ich einen mit, davon nehme ich was mit. So, die nehme ich mit, den nehme ich mit, von allem etwas hier, ne? Sind wir gut gerüstet. Könnt ihr mal gucken, ob wir irgendwie so ein 556er Waffe kriegen. Und um darauf zurückzukommen, Cat, Kleinanzeigen habe ich jetzt noch nicht geguckt. Bei Behörden nachfragen. Ich weiß nicht, welche Behörden du meinst. Ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten, ja. Ich habe ja beim THW in Bonn in der Leitung gelernt, ne? Also Bundesbehörde, ja. Da kriegst du nichts, kannst du vergessen. Alles, was ausgemustert wird da, ne? Wenn neue Tische, Stühle und was weiß ich kommen. Die alten Sachen, die werden alle eingelagert und kommen dann später da ins, was war es, Kaufhaus des Bundes oder so. Ja, heißt das. Und das ist praktisch eBay für Behörden, ja. Und dann können dann andere Behörden gucken, was sie davon noch gebrauchen können. Und dann können die da eine Anfrage stellen und das dann da kaufen, bekommen das dann, was weiß ich, wie das läuft. So ist das damals bei mir da gelaufen. Also ich persönlich habe noch nie gehört, dass eine Behörde einfach so sagt, ah ja, hier, den Tisch kannst du geschenkt haben, bitte nimm mit. So. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, dass es sowas wohl doch gibt. Ist hier wer? Hallo! So, wir wollten durch das Loch da schießen, ne? Ich mach das hier mal weg. Ah, Junge, 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 das wird was geben, ey. Haben wir hier überhaupt schon eine Horde gemacht? Garantiert. Wenn hinten die Leiter weg ist, garantiert. Wir müssen halt nur gucken, ob hier jetzt wieder alles Zombies sind. So. Ah, genau. Guck, da ist er doch hier. Bad Grandpa. Aha. Der Automat. Der Bad, Bad Grandpa. Juhu! Ist niemand, guck. Nö, wir haben hier noch keine Horde gemacht. Sonst wäre ja die Dingens weg, ne? Haben die beiden anderen Horden gemacht? Bin ich doof? Vehicle, Tricycle. Ach! Wir sind ja umgezogen, ne? Wir haben ja die 14er Horde, haben wir ja noch hier gemacht, ne? Ja. Irgendwo da oder hier oben? Ne, da war's, ne? Da ist noch unser Dingens. Da haben wir die gemacht, ne? So, dann. Weißt du Bescheid? Weg mit dem Zeug. Auch nochmal oben gucken. Man weiß ja nie hier in dem Laden.
Ist hier irgendwo was? Nein, da müssen wir gleich noch da runter reingucken. So. Mein gelootet ist, das ist ja wieder glasklar hier, ne? Leere, die haben wir sogar aufgemacht. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Okay, also hier ist nix. Heißt, wir können hier auch einfach mal wegkloppen. So, dass wir hier richtig schön runterschießen können. Sollte klappen. Damit. Ich scroll mal gerade hoch, beziehungsweise lese den Kommentar vom Volker vor. Der schreibt nämlich: Glück auf, Ede und Edenauten. Super Folge, typisch Ede, der Goofy des Tages war verdient. Du bist kreativer als Tine Wittler. Danke für die Mühe und Zeit, immer gerne. Naja, ich weiß ja nicht, wie kreativ ich bin, keine Ahnung. Manchmal habe ich echt verrückte Ideen, aber ich würde mich jetzt nicht als kreatives Genie bezeichnen. Zack. So, den hier noch weg. Ah, mit dem Ding hier geht das nämlich wenigstens schnell. Nicht mit der kleinen Steinaxt da. Ach ja, da ist er wieder hier. Muss ja weg hier, ne? Da komme ich auch nicht dran, das ist doof. Mann hier. Das liebe, wenn es schwebt. Will halt nicht runterfallen, ne? Die Ecke kann noch weg. Ich kenne mich, wir brechen uns wieder am Bein. Was da drin? Ach komm, was soll's. Wir hüpfen runter. So. Der hier muss weg. Der muss weg. Achtung. Ha! Perfekt. Ohne Bein zu brechen. So, dann können wir noch gerade rüber in die Pharmazie gehen da. In die Poppenpilz. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin. Können wir das leer machen? Oha, wo geht's denn hier hin? Hallo? Echt jetzt? Dolly ist schon rausgebrochen, ne? Kuckuck! Der Fisherman und die Dolly. Wäre auch eine geile Basis hier, ne? Muss ich mal sagen, wenn man das Ding als Basis umbaut. Das wäre schon geil. Würde mir echt gefallen. Das würde mir mega gefallen, sowas hier. Vorausgesetzt, die Zombies buddeln nicht, sonst bringt es ja nichts, ne? Überall nur Pinsel. Was soll ich mit Pinseln? Verdammt nochmal. Bin kein Malermeister hier. Dankeschön. So, machen wir weg. Da. Geht nicht. Ah, hier, wo die ganzen Schwimmis rauskommen, ne? Genau. Ach, Claude wieder, natürlich. Wer ist da? Claude. Zwar nicht nur einer, sondern drei. Ja. Junge! Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Aua! Aua, wieso brenne ich? Hallo? Wo ist mein Verband hier, wenn ich fragen darf? Komm hoch. So ein bisschen Ausdauer hier. Ja, jetzt kommen sie alle an hier, ne? Warte.
Kann ja keine Ahnung, dass da dreimal Klo drin sitzt, ey. Da kommt noch einer. Ist das eine Wanderhorde? Könnte das sein, dass das eine Wanderhorde ist? Der gute Klo. Haha! Aber Schaden machen wir auch gar mit dem Ding, ne? Nicht wirklich. Ich meine, wir schießen schnell, aber Schaden, nee, danke. Acht Stunden später. So. Komm schon, gleich. Der ist weg. Der hat noch 200. Wir müssen ja auch wieder runter. Den Loot noch holen, ne? So viel ist hier nicht los. Zumindest jetzt. Wir haben ja gerade alles gekillt. Ah, die Mülltüte ist da. Was ist los? Hängst fest? Ja, bitte, schieb mich wieder durch die Gegend. Machst du gut. Weißt du, die ganze Zeit hängt er fest. Jetzt bin ich am Nachladen, da kommt er raus. Aber eins muss man uns lassen. Wir haben überlebt. Bin nicht gestorben. Trotz der Angriff der drei Klots. So. Haben wir jetzt hier. Drei Stück sitzen hier rum, ey. Und wofür? Für drei Schuss Munition. Geil. Keine sonderlich gute Ausbeute, muss ich sagen. Dankeschön. Essen können wir noch gerade ein bisschen hier. Trinken auch mal. Ein schöner Raum. So, weiter geht's. Zack, zack. Was haben wir denn? 10 Uhr. Der Frank schreibt folgendes und zwar: Hallo Ede, du beschwerst dich über deine Ausdauer. Dann mach doch auch mal Punkte in die Ausdauer rein. Dann wird es wieder schneller voll. Also ich mache immer gleich am Anfang einen Punkt da rein und nicht so wie du in den anderen Quatsch. Genauso wie ich in das Essen, das ich weniger brauche. Nochmal ich, wie wäre es mit dem Schalter oben, den einfach mal drücken, statt sich wieder durch die Wand zu schlagen? Du kennst mich doch, Frank. Das wäre doch viel zu einfach, oder? Den Schalter zu drücken. Das macht ja jeder. Das ist doch langweilig. Ich achte da nicht drauf, weil ich mich sowieso durch Wände kloppe, ja? So ist das halt. Und ja, mit dem Skillen, jeder skillt halt so, wie er es mag am Anfang, ne? Ich zum Beispiel habe immer gerne am Anfang direkt eine starke Waffe. Dafür verzichte ich auch gerne auf ein bisschen weniger Essen, Trinken und Ausdauer verbrauchen. So, und habe ich lieber eine gute Waffe, die Bam Bam macht. Ich kenne auch Leute, die dann immer als erstes Ausdauer und so skillen, damit sie schneller laufen können. Nicht so viel Essen verbrauchen, aber ja. Wenn ich sehe, wie viel Essen es hier gibt, dann ist das gar nicht so wichtig. Mal, waren wir hier schon drin? Ist alles so leer. Ich hoffe, wir waren schon hier drin, ne? Das ist wieder Stahlpfeffi hier. Nein! Lass das. Weg mit der Birne. Ich sollte mir hier die Spitzhacke nehmen. Schade, machen wir nicht. Wir haben Eisenschaden. Das wäre lustig. Pfeffi, du tropfst. Was tust du da hier?
kommst halt nicht ran, ne? So, jetzt aber. Meine Güte. Ich immer noch mal ein bisschen. Mechanische Teile. Sehr gut. Sehr gut. Mhm. Dankeschön. Den Honig. Gefällt mir. Nix. Hm? Ist das Ananas? Ne, wie war das? So. Hallo, Cosmic Devil. Gib mir erstmal den hier, obwohl. Ja, gib her. Schön. Haben wir hier schon was reingeskillt? Nee, ne? Punkte auch. Keine Präzisionsschütze 0. Wir müssen erstmal die Wahrnehmung hochkriegen. Und dann den Rest noch machen hier. Moment, was war da? Knowledgeable? Was ist das? Ah, Crafting Speed. Müssen wir auch noch machen. MacGyver would be jealous. Alles klar. Kaufen einen Punkt. So, könnte man schon, aber... Ja, erstmal die anderen Sachen. Geiler Loot hier, muss ich schon sagen. Was? Nomadenkopfbedeckung, was bringt die? Nahrungswasserverbrauch minus 20%. Betäubungswiderstand 2%. Okay, können wir verändern. Raus damit. So, wann sehen wir gefährlich aus? Leider auch nur einen Slot. Schade. Aber hey! Langsam wird's. Hat alles nur einen Slot, weil das alles nur so Billo-Rüstung ist. Wir müssen mal bessere machen. Boop. Ja, gut. So. Gibst du mich her. Benutzt noch einmal den. Ach, der Burkan hier. Auch lustig. Mine hier? Ich glaube nicht. Natürlich, was auch sonst. Weg damit. So, haben wir das auch. Ich würde vorschlagen... Ich kletter jetzt da hoch, bereite mich vor und wir sehen uns sofort wieder, wenn die Horde da ist, ja? Bis gleich. So, die Horde naht. 10 Minütchen noch, dann hammert hinter uns. Dann geht's los. Währenddessen können wir gerade noch den letzten Kommentar lesen vom lieben Captain86er. Der schreibt nämlich, hey Ede und alle Edenauten, deine Base sieht echt cool aus. Wünsche dir und allen anderen einen schönen Tag. Dankeschön, wünsche ich dir auch, lieber Captain, und euch allen überhaupt. Und ein schönes Wochenende. Wir haben ja Freitag. Ne? Erholt euch da gut. Und ja, lasst es euch gut gehen. So, ich bin mal gespannt. Was haben wir denn? Spielstadium 69. 742 Zombies gekillt. Das wird schon werden. Ich bin hier spannend. Sehen wir sie irgendwo kommen hier? Da hinten, da kommen sie. Den haben wir da. Och, Leute. Echt jetzt? Jetzt hauen die da an der Laterne rum, die Idioten. Ach, ich liebe sie. Ich liebe sie. Wobei es eigentlich nicht sehr förderlich ist, wenn wir... klar, direkt ein Schreckenswolf. Wenn wir zweimal in der letzten Folge gestorben sind. Kommen sie her, kommen sie ran. Hier werden sie genauso abgeballert wie nebenan, ne? Lol, ich hatte doch geladen. Was soll das denn? Hallo, hier geblieben. Dankeschön. Können wir dann später auch skillen. Ein bisschen die Omas abschießen hier. Mit der Armbrust. Da ist er schon. Aha. Nein, lauf doch nicht weg.
Junge, 3000 Leben ist halt verdammt viel, ne? Das ist verdammt viel. Macht halt auch keinen Schaden, weil nicht geskillt. Das ist immer das Problem. Hallo Rumgezocke. Was zockst du denn? Schön in den Hinterkopf. Das ging daneben. Nochmal daneben. Hallöchen. Ich glaube, der ist da drin, ne? Ah? Draußen oder da drin? So, gibt's hier auch die Zombies, die auf dich ballern mit Knarren und so? Das wäre uncool. Ach nee, wir wollten ja hier wieder einfach so ein Kubus bauen, wo wir Granaten und Dingens runterwerfen, ne? Mollys und so. Sollst du nicht alles kaputt machen, Wolfi? Unmöglich. Unmöglich. Der macht alles kaputt. Der fiese Möb. So, komm her. Erstmal die Reste hier. Bevor ich die guten Sachen nehme. Genau, ab rein da in die Luke. Ja, ich habe ihn schon ein paar Mal getroffen, den Schreckenswolf. Das gefällt mir. Aber guck mal, wenn du den Kopf triffst, dann geht das. Bemerkung liegt auf, wenn du triffst, ne? Die nehmen halt alles auseinander da unten. So, vielleicht kriegen wir hier ein, zwei Säckchen und noch das fehlende Buch für den Zementmixer. Hallo? Ah, blöde Kuh. Bleib hier. Verdammt nochmal. Klappergestell. Lass das, Dominik. Pfoten weg. Wenn ihr einer die Sachen kaputt macht, dann bin ich das. 2700 von 2900, ist klar. Aber den müssen wir schon mal ein bisschen runterarbeiten, sonst haben wir morgen früh ein Problem. Wenn wir runter wollen, alles wegmachen. Sieht schon aus wie so ein Igel, ey. Da gerade mal 400 Life weg. Ist schon krass. Wenigstens tut er sich nicht wieder heilen. So. Dieser blöde Schreckenswolf, ey. Keine Ahnung, was das für eine KI ist, wie der hier rumrennt, mal hier reinbeißt, mal da reinbeißt. Ja, ja, Alma. So ist das. Da tanzt du auf den Tischen rum, ne? Kaputt. Gucken, ob die mehr Schaden macht. Er muss halt Ewigkeiten nachladen, ne? Da ist er doch. ...2457, okay. Ja, nicht wirklich. Aber so kannst du gerne stehen bleiben. Das ist gut. Hallöchen, Cletus.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, was Besonderes ist die bis jetzt auch noch nicht, die Horde, muss ich mal sagen. Besserer Durchschnitt hier. Wenigstens ein paar Zombies. Aber das kommt mit Sicherheit noch. Wir haben, glaube ich, bisher einen getötet. Rest alles irgendwie angedötscht und läuft hier rum. Schack Mama. Hallöchen. Der ging daneben. Da hinten sind sie auch am Einkaufen. Okay. Rumgezocke macht einer noch Pirouettenbeta hier. Oh, da ist der Hund eingesperrt. Tut mir aber nicht leid. Forten. Upp. Fortnite. Kills ein. Wir ballern halt alles in den Schreckenswolf hier. Den wir nicht Toto kriegen. Leute. Haben wir jetzt eigentlich noch? Haben wir, müsste ich aber reparieren, ne? Jo! Dann mach erstmal hier. Nicht so schnell den Bolzen, nicht so schnell. So. Schön Zug drauf. Zack, in die Haxen. Dann macht da keine Faxen. Hup. Der ist gleich weg. Der letzte seiner Art. Wo ist er hin? Jetzt haben wir gar keinen mehr. Oh nein! Baller doch nicht durch die Gegend. Mann, ey. Das war wieder dämlich. Schuss verschwendet. Wo ist der Schreckenswolf? Wo ist er? Da drin? Irgendwo rennt er rum, keine Ahnung wo. Wie die genau jetzt alle da rauskommen, ne? Hallo. Da hinten ist er. Echt erst 700, 750 live haben wir dem abgezogen. Moin. Hallo, einer tatsächlich noch komplett full live. Jawohl, wir gehen Richtung 1000. Wo bist du, mein Freund? Wo bist du? Da. Immer First Target. Schreckenswolf, wenn wir ihn sehen. Weg damit. Hallo. Junge, bleib doch mal stehen hier. Ist ja schlimm. So stelle ich mir Black Friday vor hier. Wenn alle die Sonderangebote kaufen wollen. Kennt ihr noch von früher?
Videos und Fotos oder der erste Mediamarkt Saturn oder was das ich wo war das? War das in Polen oder wo aufgemacht hat damals? Ich hab voll geplündert wurde so gefühlt. Wo man sich um jeden Scheiß geprügelt hat. Hey, unser zweiter Kill in der Horde nach. Juhu. Aber wir sind alle gut durch gleich. Dankeschön. So, der ist bald weg. Unser Gewehr ist bald auch weg. Ha. Gute 80 Schaden noch. Oh oh, da ist was zusammengefallen. Aber das sollte noch lang genug halten hier. Wir haben ja schon 2 Uhr, sehe ich gerade. Hund, wo bist du? Klassisches Beispiel hier. Sie randalieren wieder. Unglaublich. Oh, mein Ohr juckt. Es gibt Geldregen. Schön wär's. Wer weiß, vielleicht hat ja einer von euch im Lotto gewonnen. Ich würde es euch gönnen. Ich gönne es jedem, der da gewinnt. So, weg damit. Junge, das dauert mir jetzt zu lang. Ich mach hier. Wo ist der Wolf? Das gibt's doch nicht. Wo ist das Vieh? Solange der nicht tot ist, gehe ich da nicht runter, weil der rammt uns ungespitzt im Boden. Hallo. So, was können wir hier machen? Der Wolf hat keinen Bock mehr, der ist abgehauen anscheinend. Nö, der ist weg. Wo ist der denn hin? Joa. Ich glaube, der ist da ganz hinten irgendwo. Ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr. Da sind sie alle dran. ...1700. Nein, bleib hier! Schreckenswolf, ich muss doch auf dich schießen. Na, ganz hinten war, aber langsam sehen wir nichts mehr hier. Hm. Aber merkt ihr was? Wir hatten auch noch nicht ein Lootbag hier, ne? Nix. Der Sack systematisch hier die Pfeiler wegmacht. Die kleine Ratte. Komm her. Kannst du gerne haben. Er ist nur irgendwie schneller als ich. Hallo! Weg damit! Der Hungerhaken. So.
Wo zum Teufel ist der? 3.42 Uhr, jetzt gleich 4 Uhr. Das ist gut. Der ist irgendwo da hinten. Da ist er. Ey, der hat aber auch Hitpoints, du. Junge, Junge, Junge. Komm, ich repariere mal direkt. Geht jetzt sowieso kaputt jeden Augenblick. So, ist mal Ruhe bei euch. Offensichtlich nicht. Sind alle langsam. Hier können wir schon wieder tauschen. Weil haben wir eh nichts mehr. Ist voll. Wo ist das blöde Vieh? Komm, wir wagen es. Wir gehen runter. Meine Nase kitzelt. Oder auch nicht. Passt der hier durch? Hallo? Komm, ich krieg dich so weg, glaub's mir. Jetzt kann man dir schön ins Gesicht schießen. Das Hässliche. Jawohl. So, der Schlimmste ist weg. Nein, den nehme ich noch nicht. Den auch nicht. Wir wollen erst den Augenschmaus da nehmen. Der Marcel hier. Ja. Hallo, hier bin ich. Oh nein, wie? Ja, komm doch. Halt überhaupt keinen Schaden an dem, der ist so fett gepanzert hier. Ja. Noch einer. Nicht vordringen, Bonnie. Rosi auch nicht. Oh Mann. Brauchst du nicht den Arm, Dolly. So, gucken, ist da noch irgendwer drin da hinten? Ja, hier liegen über einzelne Bolzen, die sind mir gerade egal. Nein, ich glaube, hier ist niemand mehr drin. Dann können wir jetzt die hier nehmen. So, mal gucken, was in unseren Säckchen ist. Bin gespannt, gucken, ob das überhaupt was bringt. Oder ob ich die hätte vorher nehmen müssen. 15 Schuss. Juhu. Wow. Der hat viele Bolzen verloren. Naja. Shotgun-Muni. Das war's. Also loot-technisch absolut gähn, die Horde. Muss ich mal sagen. Aber das können wir halt nicht beeinflussen. Das können wir nicht vorher wissen. Ne? So ist es halt. So, Tag 21 heute vorbei. Bisschen Loot gehabt, 5.23 Uhr. Ich fahre nach Hause. Du kannst einen Daumen hoch da lassen, wenn es dir gefallen hat. Und in diesem Sinne sage ich wie immer, danke für deine Zeit.